Wir gehen jetzt auf die Walsafari. Wie ihr sehen könnt, haben wir unser Notfall-Winterpaket von ganz hinten in der Garage schon rausgeholt, um morgen für die Walsafari gewappnet zu sein. Wir gehen jetzt auf die Walsafari und darauf freue ich mich schon, weil vorgestern hat man es abgesagt, gestern und heute geht's hoffentlich. Wir warten hier, wir waren gerade in der Walsafari. Und wir wollten gerade ins Walmuseum und heute ist Walsafari, aber es könnte sein, damit der Captain noch sagt, nein, jetzt geht's nicht. Wo gehen wir jetzt hin? Auf die Walsafari. Without my love for the ocean, I would be long gone by now. It's some kind of devotion. Frau Doktor? Frage. Oh, warte mal. Die Frau Doktor muss den Mundschutz abnehmen. Ja, wir sind auf dem Schiff. Ich hätte es nicht gedacht, aber wir sind jetzt doch noch gefahren. Es hat doch noch ziemlich viel Welle, haben sie aber vorher gesagt. Die Kinder und wir sind eingepackt wie bei einer Polarexpedition, weil es echt frisch ist, gefühlte 3 Grad, eigentlich 7 Grad. Drückt uns die Daumen, dass wir ein paar Walfische sehen. Papa, geht es den Segeln da hinten gut? Ich glaube, den schlägt es nämlich in den Wellen rum. Was ist da noch das andere Boot? Da ist ein Zweimast oder ein Dreimast. Oh, okay. We'll be right back.
dass wir zum Captain dürften und den Knickgeräuschen vom Mikrofon zu hören konnten, weil der das gefilmt, weil der das aufgenommen hat, um zu wissen, wo der ist. Und dann konnten wir sagen, wo die Wale sind. Wir sind zurück von der Walsafari und es war ein ganz, ganz spektakuläres Erlebnis. Ja, es hatte riesen, riesen Wellen noch, also ganz schön Seegang. Wir haben Wale gesehen, es war wunderbar. Tommy und die Kinder konnten es richtig genießen. Für mich war es jetzt etwas zu viel Seegang. Das heißt, ich habe ganz tapfer den Horizont im Auge behalten. Aber es hat sich trotzdem auch für mich total gelohnt. Und wir hatten riesen Glück. Also zum einen mit dem Wetter, dass es dann doch noch geklappt hat. Hier haben zum Teil Leute seit fast einer Woche gewartet, dass das Schiff ausläuft. Ja, nur in Anführungszeichen 2 Tage. Und wir haben 2 Pottwale gesehen, in Summe 3-mal. Und das war schon sehr spektakulär. Was hat man da alles gesehen? Ja, wir haben die Rückenflosse gesehen, wir haben die Blasen gesehen, wenn sie Luft ausgepustet haben. Und beim Abtauchen immer ganz toll die Fluke. Und für die Kinder war es ein Traum. Und wir können es jedem empfehlen, aber wie gesagt, es wäre wahrscheinlich bei etwas flacheres See noch schöner gewesen. Und was mal wieder auffällt, mit Kindern ist es ein anderes Erlebnis. Weil, ja, Franzi hat sich festgehalten, das heißt, ich hatte 3 Kinder. Und die 3 Kinder wollen dann auch den Wal sehen und ich kann ihn nicht sehen. Und wo ist der Wal? Dann gucken sie dich wieder an. Und sie sollen natürlich nach draußen gucken und selber möchte man dann noch schöne Aufnahmen machen und auch irgendwie das Erlebnis aufnehmen. Und das ist tatsächlich anstrengend, aber sehr beeindruckend und wir haben es, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Genau, und jetzt geht's weiter, weil das Wetter hier oben ist immer noch nicht so toll. Voll die Westeralen runter bis Melbu und da wollen wir heute noch auf die Fähre und dann auf die Lofoten. Thank you.